Es gibt zwei Dinge im Leben, zwei Wünsche, die ich mir schon seit einer ganzen Weile erfüllen möchte. Zum einen möchte ich irgendwann mal einen Whirlpool haben. Ich denke, dieser Wunsch wird auch noch eine Weile ein Wunsch bleiben. Und zum anderen möchte ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben. Genau das Ganze habe ich mir jetzt endlich hier selbst umgebaut, habe mich hier für das E5-Gestell von FlexiSpot entschieden. Ein nachrüstbares, höhenverstellbares Gestell für jeden Schreibtisch in verschiedenen Größen, Modellen, Varianten und so weiter. Warum ich mich dafür entschieden habe und was die Vorteile an diesem Gestell sind, erfahrt ihr in diesem Review. Viel Spaß! Da fertige motorisierte Schreibtische verhältnismäßig sehr teuer sind und ich mit meinem jetzigen Schreibtisch prinzipiell von der Stabilität und der Optik her sehr zufrieden gewesen bin, habe ich mich lange nach einer anderen Lösung umgeschaut. Letztendlich bin ich auf FlexiSpot gestoßen, ein Hersteller für motorisierte Schreibtischgestelle in Premium-Qualität zum, würde ich mal sagen, noch humanen Preis. Aber nicht nur motorisierte Gestelle für Schreibtische hat FlexiSpot im Programm. Bei FlexiSpot findet ihr so gut wie alles an Zubehör rund um einen cleanen Schreibtisch. Ich selbst habe für meine 2 Meter lange Tischplatte des alten Schreibtisches die E5-Variante als passendes Gestell gewählt. Das Modell E5 kann von 1,60 auf 2 Meter ausgefahren werden, passt also perfekt. Der Dual-Motor-Lift-Mechanismus sorgt für eine smoothe Fahrt des Desktops. Gesteuert wird alles über diesen Controller, welchen ich an der rechten Seite meines Desktops letztendlich angebracht habe. Hier lassen sich bis zu 3 verschiedene Positionen einspeichern. In meinem Fall, muss ich euch ehrlich sagen, würden aber auch 2 Speicherplätze genügen, sitzen und stehen eben. Der Aufbau war kinderleicht, fast alles war bereits zusammengebaut im Paket. Ein passender Imbus wird ebenfalls mitgeliefert. Ich empfehle euch aber, anständiges Werkzeug zu verwenden. Damit beschleunigt man den Prozess. In der Videobeschreibung habe ich euch einmal meinen Werkzeugkasten verlinkt. Der ist preiswert und lohnt sich auf jeden Fall. Nach 30 Minuten hatte ich die alten Standfüße abmontiert und das motorisierte Gestell war bereits angebracht. Der Umbau war alleine machbar, zu zweit seid ihr allerdings auf der sicheren Seite. Die beiden Motoren sitzen in den Standfüßen und besitzen eine Soft-Start-Funktion. Dadurch besteht keine Gefahr, dass Getränke kippen oder sonstige wackelige Gegenstände auf dem Schreibtisch in Gefahr geraten. Selbst während des laufenden Betriebs hört man den Motor kaum. Das heißt, die Modelle von FlexiSpot können auch problemlos in einem Großraumbüro eingesetzt werden, ohne dass Kollegen beim Betrieb gestört werden würden. Die Motore werden beide an dieser Steuereinheit angeschlossen, welche ich hier praktischerweise in dem Gestell verstaut habe, damit so wenig Kabel wie möglich letztendlich sichtbar bleibt. Im Bereich von 62 cm Höhe bis 125 cm könnt ihr jede Position frei anfahren. Das ist mehr als flexibel, wenn ihr mich fragt, jetzt verstehe ich den Namen auch langsam. Im Stehen arbeite ich bei meiner Körpergröße von 1,87 auf einer Höhe von 1,10 m. Die Stabilität des gesamten Schreibtisches ist bei eingefahrenen Motoren einfach grandios. Bei ausgefahrenen Motoren nimmt die Stabilität natürlich ab, für meinen Geschmack aber noch akzeptabel. Im Stehen arbeiten kann ich damit trotzdem problemlos. Leider hat mein Monitor keinen optimalen Standfuß, wodurch er sehr leicht zu wackeln beginnt. Daher merkt ihr hier ein leichtes Wackeln beim Tippen im Stehen, das liegt aber hauptsächlich, wie gesagt, am Monitor. Ich werde mir hier noch eine bessere Lösung überlegen müssen. Sollte euer Untergrund nicht eben sein, ist das auch kein Problem. An der Unterseite der Standfüße befinden sich insgesamt 4 höhenverstellbare Kunststoffräder, mit denen ihr Unebenheiten ausgleichen könnt, um einen perfekt optimal stabilen Stand zu erhalten. Gut, ihr fragt euch jetzt aber natürlich, 399 Euro für ein Gestell, nur dass ich es hoch und runter fahren kann, lohnt sich das Ganze? Und ich muss euch sagen, wie gesagt, also ich habe mich ja auch wirklich informiert mit anderen Herstellern noch, mit fertigen Schreibtischen und so weiter. Ich muss euch sagen, das ist preiswert. Das Teil ist bombastisch verarbeitet und ist letztendlich auch nicht nur eine Spielerei, dass ihr hier ein bisschen hoch und runter fahren könnt. Nein, es hat einen ganz anderen Grund, warum ich mich dafür entschieden habe und auch da gerne dieses Geld rein investiere, und zwar in meine Gesundheit. Denn ich habe mich in letzter Zeit immer wieder mal auch dabei erwischt, wie ich wirklich einfach am PC auch mal für 6 Stunden saß, irgendwas fertig geschnitten habe und ja, das Ganze wirklich, wie gesagt, am Stück mal auch teilweise 6 Stunden, danach auch echt Rückenschmerzen gehabt. Habe mich auch nochmal viel informiert in Bezug auf, was ist gesund und was nicht, und sitzen zu viel am Tag ist definitiv nicht gesund. Ich verlinke euch da auch mal ein paar Posts noch in der Videobeschreibung, falls ihr euch da mal reinlesen wollt. Also falls ihr auch zu viel am PC sitzt, kann ich euch sowas nur empfehlen, denn seit ich das Ganze jetzt habe, mache ich es immer so, ich arbeite maximal eine Stunde im Sitzen und danach immer eine halbe Stunde auch im Stehen. Das Ganze bringt Abwechslung rein, man ist auch direkt irgendwie wieder konzentrierter. Außerdem, falls mein Kumpel mal da ist und wir was zusammen gefilmt haben oder so und ich was bearbeite und wir das Ganze uns kurz anschauen, hier am Monitor ist das Ganze im Stehen natürlich auch extrem einfacher und vorteilhafter, sag ich mal, wie wenn man da jetzt nur einen Stuhl hat und sich immer hinquetschen muss. Deswegen auch da auf jeden Fall ein Vorteil. Link natürlich zum Produkt in der Videobeschreibung, das FlexiSpot motorisierte Fahrgestell, sag ich jetzt mal, für einen Schreibtisch gibt es, wie gesagt, in ganz vielen verschiedenen Varianten. Ihr müsst einfach gucken, welche Belastung letztendlich euer Schreibtisch hat
und welche Größe er in der oder Länge er haben muss und da dementsprechend dann natürlich passend das Modell auswählen. Wie gesagt, Link zu allen Produkten in der Videobeschreibung und mein Gestell, welches ich hier selbst verwende, das E5, habe ich auch nochmal speziell dann natürlich für euch verlinkt. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, was ihr zu einem motorisierten Schreibtisch haltet. Sagt ihr, nee, das ist rausgeschmissenes Geld oder seht ihr es auch so, dass ihr wirklich viel am PC arbeitet und sagt, okay, ist vielleicht sogar eine Option, eine Überlegung in der Zukunft? Ich kann es jedem empfehlen, wie gesagt, der zu viel am Schreibtisch sitzt. Ansonsten lasst mir natürlich noch Feedback per Like- und Abo-Button da und folgt mir gerne auf Instagram RealVenix, um auch dort nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine gesegnete Weihnachtszeit. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao.